Imagine Twitch Viewer hätten Sex. Imagine Razer Viewer hätten Sex. Genau, viel Schlaf, gut. Du bist ein guter Junge, wie soll ich das denn machen? Nee. Was meine ich? Kannst du bitte etwas flüstern sagen? Du bist ein guter Junge, ach so. Während du gestreamt hast, safe, aber ob dein Stream im Hintergrund war, ich glaube, das ist so ein Michi-Ding. Ach so. Shiny Hans ist zu hot, würde da nicht lang durchhalten. Du musst reicht. Lass jetzt beide ein Shiny bekommen. Okay, Belex, lass machen. Bei wie vielen Counter bist du? Ja, nicht so ein Michi-Ding. Bock auf Razer Chill heute? 3204, damn, ja, langsam. Muss. Ich meine, wir sind beide noch unter Hotz, aber muss trotzdem. Ich schwöre, du hättest schon längst mit der Challenge fertig sein können. Du warst hättest unter du 100 Stunden, normales... ne? Ja. Womit hätte ich fertig sein können, wenn ich was? Ich hab auch die smarte Strat gemacht. Was denn? Mit Gardos und so. Nee. Und Evoli resetten geht auch schneller als das hier. Ah, was sind Orts? Bei mir 1 zu 8192. Ja, aber man resettet halt schneller mit Evoli, ne? Glaube ich. Oder? Ja, das kann schon sein. Aber nach Dings, nach dem Encounter hier habe ich auch nur noch Reset-Shinies, ne? Ach so, was ist das denn mit Lapras? Ja, ich darf mir Lapras holen. Fake Challenge. Aber sollte ich hier Felino bekommen, hole ich mir keinen Lapras. Wie kann das eigentlich sein, dass du dich gegen mich und Lou gleichzeitig stellst? Chat hat entschieden. Hier, guck, ich habe auch hier, guck, wen ich vorne in meinem Team habe. Checks. Opfer. Ja. Ich sage, wenn ihr Shiny Hand Challenge. Wenn ihr Shiny Hand Challenge Gaming ja, Soul ist Gen 2 mit einer Shiny Odds von 1 zu 2,650. Aber da sind die Shinies in anderer Farbe, wie Kanimani Pink. Taubst du in Schwarz. Das klingt sick. Ich hätte Bock auf. Boah, wie krass bist du ein Renegade, Bunter? In Renegade Platinum. Mhm. Das hast du noch nie gespielt. Du hast noch nie gespielt? Mhm. Schade. Ist halt auch schwer, ne? Ich hab's schon durch. Na krank. Wie viele Stunden hängst du jetzt schon? An dem Shiny hier, an Voltilam. Warte, ich schreibe mir das immer auf, Sekunde. Kleinstand habe ich bei 4047 bekommen. Das heißt, an Voltilam hänge ich jetzt circa fast 12 Stunden. Gelische. Du hast unter 100 Stunden gebraucht, ne? Ich habe unter 70 Stunden gebraucht. Was? Für die ganze Challenge? Ja. Yeah. Was? Junge, ich habe nicht mal den ersten Ort und bin fast da, wo du warst. Ja, du hast schon echt Luck. Ja, true. Nee, ich hätte jetzt nicht gedacht, Soulink gegen Bunter, aber ich hätte Bock auf Shiny Hardcore Nuzlocke versus. Vor allen Dingen Soulink gegen Bunter. So, mit Bunter, hä? Ja, check schon. Weil da hat man einerseits den Shiny Grind, 1 zu 512 Chance. 6047 kriegst du einen Shiny. Du kriegst bei, scheiße, ich weiß nicht mehr, bei wie viel du warst. Ich sag, bei 3342 kriegst du. Wenn ich da nicht, na, ist ein Call. Kann man machen. Du bist ein Unglücklicher. Nein, das Ding ist... Also, ich habe das Spiel in 65 Stunden durchgespielt mit einem Shiny Only. Krank. Das ist wirklich krank. Aber das Ding ist, der Unterschied ist, dass ich, wir können schon wirklich sagen, Chat, was Shinies anging, die letzten Monate, ich war gottlos lucky in jedem einzelnen Game, außer halt jetzt in Hard Gold. In Hard Gold bin ich sehr unlucky, aber es juckt. Ich find's cool, ich find's spaßig. Ja, wenn du mit mir eine Soling machst, es werden so viele Pokémon sterben. Ist ja witzig. Ich jetzt schon. Weil ich werde diese Typen nie verstehen. Ich kann das nicht. Du kannst Typ-Effektivität nicht? Nein! Was? Ich Peanut Brain bei sowas. Was ist Kampf gegen Gift? Kampf gegen Gift? Ja. Oh je. 0,5. Ja, ist wichtig. Oh je.
Guck mal, wenn das so Doppeltippen sind, dann hört's wirklich auf. Echt? Ja, das ist so schwer. Wie wirkt Kehrtwende gegen Calamanero? Digga, was sagst du hier? Calamanero ist... Warte mal. Ich weiß nicht, was für ein Pokémon ist, Mann. Sorry, ist nach Gen 6. Das ist ein bisschen zu neu für dich, glaube ich. Ich weiß nicht mal, was Kehrtwende macht. Chat, ich will nicht gegen Bunter Sonic machen. Kehrtwende, das lesen wir jetzt durch. Kann benutzen, um dem Effekt vom... Ja, das ist eher eine Competitive-Attacke. Ich check schon, dass du die nicht kennst. Wie sollte man das verwenden? Ja, um rauszuwechseln halt. Slow Momentum. Ah, und Calamanero hat Saugnapf. Das ist wie vorher, oder was? Was? Hä? Nein. Oder hä? Was hast du gesagt wegen Calamanero? Nö, ich will wissen, wie die Typeffektivität gegen Calamanero wirkt. So. Was ist ein Cap, wenn du für ein Typ? Käfer. Nee, hä? Ah. Ja, keine Ahnung, Digga, was für. Das nee, effektiv, das. Oder? Wie viel? 2. Nee. Ja, wegen Psycho doch, oder nicht? Ja, auch. Unlicht? Nee, Unlicht hat. Hm? Vierfachkäfer? Nee. Ja, was? Doch. Hilfe. Wieso das denn? Hä? Käfer ist effektiv gegen Unlicht. Echt? Ja. Das macht gar keinen Sinn. Wieso? Wieso? Guck mal, rein aus der Logik her. Ja. Warum sollte denn ein Käfer einem Unlicht-Pokémon mehr Schaden machen? Da ist ja gar keine richtige Verbindung dazwischen, oder nicht? Naja, kein Plan. Ist halt so, weiß nicht, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, ist halt so. Guck, das ist halt so Elektrowasser, okay, macht Sinn. Pflanzewasser. Ich bin jetzt tatsächlich die letzten Tage da gewesen und ich genieße die Streams wirklich sehr gern. Ich bin zwar viel im Log, aber auch hin und wieder so da. Ich bin mir sicher, dass ich es auch weiter genießen werde, daher viel Spaß mit 30 Euro. Vani, vielen Dank, sehr appreciated, wirklich, danke schön. Danke für die 30 Euro. Danke. Das ist ein Spin für dich, oder wie? Gamba, habe ich da gehört. Das ist wirklich sehr appreciated. Dankeschön. Ich finde es auch immer cool, wenn ich Leute hier öfter sehe und ich check, dass Leuten der Content gefällt und so. Das freut mich wirklich sehr. Deswegen, ich danke dir. Das ist natürlich ein Spin für dich. Geh mir rein. Let's go! Timer-Deal. Alles klar, ihr kriegt doppelte Zeit und du kriegst anstatt 60 Minuten auf den Timer, kriegst du nochmal 60 Minuten auf den Timer. Ja, doppelte Zeit auf alles, was reinkommt. Doppelte Zeit auf alles, was reinkommt bis 1.32 Uhr, Chat. Das war 3 Stunden. Nee, ist ganz knapp rüber. Aber das war ja trotzdem schon mal eine Stunde. Nochmal die waren jetzt extra bekommen auf den Timer. Und alles, was jetzt reinkommt, zählt Doppelchat. Und Subs und Nations und so weiter. Alles doppelte Zeit. Aber Wanni, vielen Dank. Sehr appreciated. Das war echt close. Aber trotzdem strong. Mal schauen, vielleicht kommt am Ende trotzdem. Stimmt, Kirby ist noch VIP. True. Aber sehr appreciated. Dankeschön. Ich danke dir sehr. Ich küsse dein Herz. Dankeschön, Mani. Danke. Jetzt machen wir den Timer dreistellig. Oha. Sag ich schon seit vorgestern. Ja, also ich glaube, Mani ist auf jeden Fall schon mal die Reicheste hier. Das stimmt wohl. Yeah.
Naja, Chat, wer will den Titel des Reichsten des Tages? Butter. Denkst du, du hast einen Millionär als Viewer? Trimax folgt mir auf Twitch. Ist ja kein Viewer. Ja, stimmt. Jetzt schreibt Trimax so einen Chat, doch, bin da. Das war das Krankeste. Das ist so witzig. Boah, habe ich einen Millionär als Viewer? Nur Milliardäre. Hallo. Ich glaube, actually wahrscheinlich Markus an Immobilien. Doc Easy, der ist reich. Doc hat halt auch ein Haus, ne? Wenn du das halt nicht. Kommt da drauf an, so. Unterschätzt das halt nicht. Auch im Norden schaut man Razer Streams. Die Flammkuchen. Blame, ich bin Millionär? Leider höchst verschuldet. Ich kann keine Subs geben. Ja, wahrscheinlich nicht Millionär, aber man hat ja trotzdem so manchmal so Cash in Immobilien oder so in Wertanlagen. Checkt ihr? Wenn Lara sagt, Doc. Aber vielleicht ist es auch ein Insider, dass Doc reich ist. War echt fast in Simo-Mode. Deswegen weiß ich auch, warum Privatinsolvenz so funktioniert. Ach so. Ich habe echt schon drüber nachgedacht, dass ich in Simo-Mode gehe. Ja, ist leider schlechte Time gehittet, Vani, ist leider das Problem dafür. Ich glaube, am Tag wäre das strong gewesen. Leider, ja, ja, ja. Ich kann nichts mehr machen, they ruined. Warte, dass du arm bist? Ja. Ach so. Check schon. Ey, ja, ja, safe, 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 safe. Nein, ich weiß es auch wirklich sehr zu schätzen. Wirklich, 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 wirklich. Gumulaklak, was geht? Leider noch 28 Minuten, 100% auf alles in diesem Stream. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Das, was Blaine sagt. Gewinne, gewinne, gewinne. Keine Nieten. Blaine auch arm. Wer noch nicht, wer will nochmal? Ja, bis Beweis mal hier. Nee, Markus meinte doch gerade, er wünschte. Mach mal Shiny jetzt. Das muss bunter machen. Meine Gäste sorgen irgendwie immer dafür. Denkst du, du wirst das in diesen 1000 kriegen? Oh, stark, lang, lang, stark. Nee. Ich sag aber in den nächsten... Glaubst du da nicht dran? Ich sag in den nächsten 1000 krieg ich. Ich krieg's zwischen 7 bis 8k bekomme ich's. Schon ein weakest mindset. Sagst du? Wie lange dauern so 1000 Resets? 2 Stunden. Echt? Ja. Oh, das ist stark, Lara, ja. Gut, so lange bleibe ich noch. Okay. Also wir haben jetzt schon 130, ne? Sind jetzt schon keine... Also... Mal schneller, mal langsamer. Ey, ich erinnere mich daran, als ich das gemacht habe. Ich habe ja immer nebenher irgendwie so Serien, also nicht Serien, aber so Dokus sozusagen geguckt und streamen. Echt? Das war so entspannt, ja, weil obviously hatte ich nicht so einen aktiven Chat wie du, dann ist halt ein bisschen langweilig, wenn du da sitzt und check ich. Deine 5000 Resets machst. Nee, das check ich. Ein bisschen Doku geguckt und darüber geredet. So Rosins Restaurant und so. Kann ich was. Sagst du sowas? Ja, Spiegel TV. Was war hier? Spiegel TV. Irgendwas mit. Wie heißt das im Norden? Ja, okay. Ist das in Hamburg? Meinst du Penny-Doku? Reeperbahn. Da habe ich darüber so ein Doku angeguckt. Warum, Luki? Penny-Doku auch so. Guten Abend, Froggy. Schlaf gut.
Aslavani, bis gleich. Flammkuchen. Stern-TV. Penny-Doku. Ich spiele TV. Ja, Penny-Doku. Nee, ja, die habe ich auch angeguckt, aber ich habe auch andere Sachen angeguckt. Und was willst du wissen? Ja, Blaine, weißt du aber da, wie es läuft. Wie es läuft. Was wird? Boah, ich habe die neue Penny-Doku, habe ich aber, glaube ich, nur den ersten Teil von gesehen. Ich glaube, die hatte doch auch mehrere Teile, oder? Ja, ich glaube, der hat auch 3, 4. Ich glaube, ich habe nur den ersten krass, gesehen. Krass, wie wir das remaken, weil die gesehen haben, das geht jetzt ultra ab. Hm. Witzig, dass er einfach ein Remake bekommen hat. Vor Gen 5. Denkst du, das kommt dieses Jahr, Gen 5 Remake? Nein, 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 auf gar keinen Fall. In 2 Wochen was neue TFT. Was kommt dann dieses Jahr? Hä, warte, in 2 Wochen schon wieder neues TFT-Set? Gen 2 kommt dieses Jahr. Also, let's go. Ja. Wäre schon sick. Also, ich sage... Nee, das ist ja ein Dream. Gen 2 Legends und Gen 2 Let's Go, you know. Weil du musst überlegen, Schrein, Diamant und Leuchtende Perle und Legends war ja auch beides Gen 4, weißt du? Mm. Ja. Oh. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt so, ja, ich bin alt, bla bla, aber so ein Legends-Game über Mew und Mewtwo würde doch auch hart gehen, oder? Aber das ist ja dann so ein bisschen ernster, weil das ja so mit Labor und so Shit ist halt. Das Ding ist die, guck mal, du musst überlegen, die Jaiga-Pikea-Akio-Story spielt, glaube ich, so 500 Jahre vor Sinnoh und die Mew-Mewtwo-Story spielt, glaube ich, so, also es wäre halt, es würde um den ganzen Kanto-Krieg gehen, weißt du? Ja. Das ist halt so... Ja, yeah, bunter Klempelfilm natürlich. Ich glaube, das ist aber nicht mal 100 Jahre her. Major Bob war ja sogar in dem Krieg drin und Siegfried und so, weißt du? Also ich glaube, das wäre schon interessant. Ja, es wäre schon interessant, hundertprozentig. Also wir sind mal durchgegangen, was es für Legends Games geben würde zu den verschiedenen Generationen. Und da wäre auf jeden Fall bei Kanto das Ding. Mit dem Krieg. Ich habe sagen, überlegt, ob ich vielleicht noch ein extra Shiny fange für jede Form. Selbst wenn man die nicht in Home packen kann. Sowas wie Diaga Origin. Aber dann habe ich gesehen, ich müsste 17 weitere Arceus und Abigento fangen. Und darauf habe ich dann auch keinen Bock. Mach dir eine Mega-Seite, Dave. Das werde ich später machen. Und ich sag immer noch den Alpha-Dex. Generell, diese Spin-Offs haben so viel Potenzial. Auch Colosseum und XD waren so krass eigentlich. Safe. War es nicht auch der gleiche Krieg mit AZ? Nee, der ist vor 3000 Jahren gewesen. Ist nicht derselbe Krieg gewesen. Krieg in Pokémon kannst du vergessen. Das ist auch so ein cooler, Digga. Boah, weiß ich nicht. Die reden halt echt viel über den Krieg in den Spielen. In X und Y haben die auch richtig viel über den Krieg geredet. Ja, also Carlos Legends müsste über AZ-Fluet sein. Zu 100%. Also die AZ-Krieg-Story. Woher habt ihr das ganze Wissen? Echt nur durch Ingame? Ja, ja. Wer ist der coolste Gen 1 Leader? Sabrina. Oh. Oder Koga. Kann ich das kann sein, Lara, ja. Bunter. Blaine. Major Bob. Nee, ich finde Major Bob schon der coolste. Major Bob ist schon ein bisschen von sich zu selbst überzeugt. Warum Sabrina? Sabrina wegen dem Dings-Anime. Fand ich damals sehr cool. Das ist Giovanni, ja. Giovanni schon am besten. Giovanni ist halt der coolste einfach. Rocco, da Respekt verloren vor euch. Ja, Rocco auch schon cool. Also Kanto-Lieder sind fast alle cool. Haben nur Lieblingstop 4 und das ist Agathe. Für immer. Also mein Lieblingstop 4 von allen ist Ignaz und mein Lieblings-Arena-Leiter von allen ist Volkner. Aber die haben auch diese Bromance und ich liebe die, ich fühle die. Das sind aber Giovanni ist auch ein bisschen unfair zu wählen, oder? Weil Giovanni ist halt mehr als ein Gym-Leader, I guess. Ja, ja, ja. Misty Valorani.
For real, ey, ich liebe. Ja, das sind vier. Ja, ja, Volkner und Ignaz liebe ich. Save, Blue, save, save, save. Okay, ich meine aber bei Leader auch Ding mitgezählt, Elite vorne. Ja, dann Siegfried, ich feiere Siegfried. Das ist Lance, ne? Ja. Lance ist ultra cool, das stimmt schon. Aber ich find's wild, dass er in Kanto als Top 4 Leader stärker war als Johto. Sagt, ist nicht so weise. Wieso ist der eigentlich in Johto auch? Dann, ich finde das so voll komisch, dass Lu, der so zwei ist. Lu hat 13 Euro donated. Oha, das ist ja doppelte Zeit hier, oder wie? Vielen Dank, Plusle, oder wie? Plusle. sehr appreciated. Dankeschön. Leider lass auch mal ein Razor Love für Lu da. Vielen Dank. Danke. Gute Zeit. Nee, was ist denn die Lore dahinter, dass Lance in beiden Games, also... Muss man ja nutzen, ne? Nicht Blizzard. Leader und Champ ist... Elite 4 und Champ. Ich weiß gar nicht, wie genau die Lore da ist. Ich meine, Bruno ist ja auch in beiden. Nach Gen 2 war der weg dann, oder? Ja. Also allgemein finde ich, es ist sehr wild, weil es gibt ja die Theorie, dass... also, guck mal. Die Johto Top 4, ja? Mhm. Johto sollte ja auch die letzte Gen werden, so. Als erstes hätten wir Vili, das ist der einzige, der nicht in den alten Games auftaucht, aber da gibt es ja die Theorie, dass er Lorelei als Trans ist. Gibt es ja die Theorie, weil der hat ja auch viele gleiche Pokémon und so weiter und den ganzen Shit. Ach ja, stimmt, Melanie, ja. Melanie existiert noch, true. Aber Agathe war auch zu alt. Vili, ja, meine ich doch, habe ich doch gesagt. Aber genau, das auf jeden Fall die Theorie, dass er sie in Trance ist. Danach gibt es dann halt noch Bruno. Und Bruno gab es ja auch in Dings Top 4. Dann gibt es ja Koga, der war ja Arena-Leiter in Kanto. Und danach ist ja seine Tochter Arena-Leiterin geworden in Kanto. Und dann gibt es halt noch Melanie. Melanie ist eigentlich so random. Und Siegfried ist halt, I don't know. Die hatten halt ansonsten keine anderen Mitarbeiter. Ich finde nur Melanie ist halt so random. Ich würde es cool finden, wenn Melanie die Enkelin von Agathe wäre oder so, oder die Tochter. Das wäre wild. Warte, Mulai war ein Tippfehler von Lukas. Mulai, was ist da passiert? Manga halt, find starke den, Story mit Willi und Melanie. Ja. Ich finde den Champ in Gen 3 so arsch irgendwie. Troy oder Troy was? Gar nicht. Ja, ich mag Troy nicht. Ja, ich finde Troy auch geisteskrank overrated. Aber ich bin auch Gen 3 Hater. Hey, Gen 3 war schon cool. Aber es war halt auch Kindheit, I guess. Aber schon nicht so schlecht, aber. Ich verstehe dieses Too Much Water Meme schon irgendwo. Ey, same, 100%. Auch schon Abfuck, I guess. Safe. Ja, ich finde Troy mit. Er ist nicht scheiße. Allein der Soundtrack. Soundtrack ist ganz cool, das stimmt schon. Deutlich besser. Vasili, boah, ich finde die Story mit Vasili und Troy in Smaragd actually sogar ziemlich cool. Auf der Gesellschaft. Ich verwundere dich, wir sollten so einen Podcast aufmachen mit. Wir sollten unseren Podcast irgendwie so Bad Takes oder so nennen. Und reden die ganze Zeit nur über unsere Meinung und Leute würden uns nur zuhören, weil sie unsere Meinung so scheiße finden. Das ist ja gigawitzig. Mach das sicher zu. Boomer Takes. Blaine Bunter hat aber auch Troy gehatet und Gen 3. Ja, stimmt. Muss man schon sagen. Oh, Gen 4 hat auch voll Arschträne, oder? Also, wieder. Partner ist cool, aber sonst? Okay, gehen wir mal durch. Ich finde halt Veit und Adam cool, weil die halt Vater... Ich liebe allgemein so Familienbeziehungen in Dings, weißt du? Ja. Sowas fühle ich immer. Also, Veit und Adam feiere ich so ein bisschen. Dann... Ich finde, Veit ist hässlich. Okay, Ritz. Dann haben wir ja Silvana. Die finde ich halt... Nur witzig wegen... Hast du Sacred Goldstorm Silver gesehen? Ja.
Ja, hast du es gespielt? Ja, eine Familienbeziehung, ja. Nicht in so eine Dings. Kennst du die eine Stelle, wo die von Ivysaur im Wald? Du checkst? Ja, ja. Deswegen finde ich die witzig, aber ansonsten finde ich eigentlich auch relativ nichts sagen. Aber das ist halt Fanmade. Ich frage mich, was Dryana sich dabei gedacht hat. Also for real. Dryana wirkt nach außen gar nicht wie jemand, der so horny Jokes in so einen schweren Pokémon-Hack reinbaut. Ich meine, klar, das ist sein. War es sein erster? Ich glaube, es war sein erster, oder? Sehr gut, Gold. Sound Silver. Nee, oder? Marino ist auch cool, das sah ich mir nicht aussehen. Marino ist doch schon cool. Lamina feiere ich halt wegen den Wettbewerben, ist sie cool. Kann man nichts gegen sagen. Was ich Sinking Sapphire? Nee. Sinking Sapphire kam ja viel später. Ich habe das Gefühl, Sacred Growth Storm Silver kam vor Oras raus. Das dachten wir von Michi auch. True. Ja, ich mag Hilda und Frieda. Die haben halt auch so eine Bromance-Beziehung. So eine Sismans-Beziehung. Das feiere ich auch schon wieder. Das finde ich auch cool. Ich mag das, wenn die so befreundet miteinander sind. Und die mehr... Die ganzen alten Arena-Leiter da, um mal bunter in sein früher war alles besser Takes zu unterstützen. Früher hatten die Arena-Leiter alle miteinander so richtig innige Beziehungen und so weiter. So, die waren halt Freunde und der ganze Shit und das fand ich richtig cool. Erfolgner und Ignatz liebe ich. Kann mir bitte wer die Michi-Story erklären? Michi würde gerne für Liospa. Liebhaben. Liebhaben. In Gen 9 auch viele befreundet miteinander, ja, aber das lernst du nicht in der Main-Story kennen. Nur in After-Stories, Side-Stories und so ein Shit. Ja. Ich und Philios. Pokémon war einfach besser als Pixel war. Also das große Problem ist, glaube ich, ich finde, Game Freak kann 3D nicht. Die kommen ja da einfach nicht drauf klar. Die Pokémon sehen doch alle scheiße aus in 3D. Die Farben und alles, das sieht so. Ja, sehr blass washed, ja. Das ja. Ja, ja. Guck mal, ich habe heute einen TikTok gesehen. Der hatte auch wirklich so Pikachu zum Beispiel. Das war früher halt dieses Knallgelb. Und jetzt ist es halt so ein Pissgelb. Pissgelb. Die Psychotante aus Gen 1 war auch sehr psycho, einfach alle in Puppen verwandelt. Ja, verstehe Sabrina, auch. Ja, übergeil. Ich verstehe nicht, warum die nicht einfach mehr saturaten. Das verstehe ich einfach nicht. Also wenn ich, das ist auch immer witzig, wenn ich Ding spiele, wenn ich Kamsi und Popo spiele und dann mache ich die Sättigung hoch, so als Filter bei OBS, dann sieht das Spiel einfach besser aus. Das ist sehr witzig. Vor allem immer, wie kaputt Gen 9 ist. Aber habt ihr mal angeschaut, wie kacke verbuggt Gen 1 ist? Pokémon ist schon immer kaputt. Man merkt es früher. Sind da bei Gen 1 viele Bugs, die man beim Casual Playthrough erlebt? Weil ich habe, das ist auch schon ewig her natürlich, aber ich erinnere mich nicht an irgendeinen Bug, den ich erlebt habe bei einem Casual Playthrough. Nee, ich glaube nicht. Aber das war auch auf einem anderen Level. Das ist halt das Ding, wenn du Bugs erlebst beim Casual Playthrough, ist es halt Arsch. Wenn du dafür irgendwas machen musst, okay, dann ist es cool, I guess. Weil du musst halt out of your way gehen, um einen Bug zu usen. Germana haben sowieso die Kontrolle über ihr Leben verloren. Würdest du sagen, dass du ein Germana bist? Nö, nee, bist du nicht. Nein, Gen 4 ist die coolste Gen. Ja, das stimmt. Wegen Hard Gold halt. Naja, will ich nicht mitgehen. Ja. Ja. Ist halt mein Favorite Game von Pokémon. Das, also ich meine, da würden dir bestimmt viele zustimmen. So, das ist ja nicht mal ein Hot Take so. Ich glaube, alle, ich rank Hard Gold Soul Silver, glaube ich, schon verhältnismäßig weit unter rein. Stimmt nicht generell so, aber heutzutage können die Spiele ja auch sehr viel mehr und man hat mehr Möglichkeiten. Also kein Wunder, dass man mehr Bugs face. Ja, genau. Ich glaube, das, also, ja. Die müssen ja viel mehr versuchen. Das Hard Gold Soul Silver noch nie gespielt. Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Ich weiß gar nicht, aber für mich kam es immer so, ich bin ja nicht so krass into Pokémon-Community, aber für mich kam es immer so rüber, dass der generelle Konsensus ist, dass Hard Gold und Soul Silver doch schon mit Peak-Pokémon sind halt. Ja, das sagt die Community auf jeden Fall. Aber die Community ist sehr verblendet, sage ich, was das angeht.
Ich finde, 90% der Leute, die sagen, Hard Gold Soul Silver sind die besten Games aller Zeiten, haben in den letzten 10 Jahren nicht einmal Hard Gold Soul Silver Vanilla auf ihrem DS gespielt. Ah, das kann sein. Zu 100% würden die Leute, und ich mach da kein Auge drauf, ich liebe Hard Gold Soul Silver auch, aber würden die Leute heute Vanilla Hard Gold Soul Silver auf ihrem DS spielen, würden die merken, ich habe auch früher immer gedacht, Diamond und Pearl sind mit die besten Games, die existieren, weil die, als ich jung waren, meine absoluten Favorites waren. Da habe ich letztens Diamond gespielt und habe auch immer gesagt, nee, Platin und Diamond und Pearl packe ich auf eine Stelle, weil ich fand Diamond, ich habe damals so viel Diamond als Kind gespielt und ich weiß, sind übelste Banger. Und dann habe ich Diamond und Pearl gespielt und realisiert, wie scheiße die Games eigentlich waren und wie viel Platin besser gemacht. Aber Hard Gold Soul Silver hat halt wirklich, also wir sind da heute erstens ein bisschen geblendet von, Früher war alles fein, weil wir waren noch Kinder. Mhm. Und von Nostalgie geblendet. Und weil wir halt eventuell am PC halt spielen mit Modifikationen und alles schneller und so weiter. Was es natürlich alles einfacher macht. Und da juckt sich nicht, dass du vor der Liga Level 39 bist und noch irgendwie auf Level 48 hochgrinden musst, um irgendwie später eine Chance gegen die drei Dragoran von Siegfried zu haben. Und in der Siegestraße nichts außer G-Rock Level 37 rumrennt und du dich da stundenlang eigentlich hochgrinden müsstest, weißt du? Mm-hmm. Das juckt dich ja. Ja, stimmt schon. Also hier mit 500 mal Speed juckt mich das ja gar nicht. Aber okay. Es ist schon echt wack, dass die Level... Also die Levelkurve ist wirklich echt ist echt nervig. Guck mal, können wir heutzutage so geile 2D-Hauptrenntitel ausbringen. Hätte echt mal wieder Bock drauf. Aber es würde, glaube ich, nicht so zünden. Ihr dürft nicht vergessen, Chat, wir alle sind teilweise echt arschalt und wir sind mit den alten Sachen aufgewachsen. Aber es spricht schon irgendwo für sich, dass jedes einzelne Pokémon-Game, was heute rauskommt, die alten Games überflügelt. Jedes einzelne von denen. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Wir sind nur ein... für sich... Meinst du mit überflügelt Verkaufszahlen? Ja. Ja, aber das ist kein Argument, weil es sind ja auch Konsolen, die mehr verkauft sind und mehr Leute gamen heutzutage. Das ist ja nicht in der gleichen Korrelation. Ja, trotzdem. Aber rein von den Zahlen her sieht man ja, dass es funktioniert, you know? Jedes einzelne Pokémon-Game. Ja, Pokémon-Game, das schon, ja. Es funktioniert. In der Theorie könnte Game Freak da setzen und könnte sich denken... Wir müssen eigentlich nichts ändern. Jedes unserer Games wird jedes Jahr noch mehr gekauft als es davor. Safe. Wir knacken jede Woche jedes Jahr aufs Neue in der ersten Woche unseren Vorrekord mit den meistverkauften Units. Die können diese Games noch schlechter machen und die verkaufen sich noch mehr. Ja. Das ist halt so. Aber das ist halt, weil die Marke an sich so stark ist. Aber das heißt ja nicht, dass die Games gut sind, ne? Also die Games. Yeah. Ja. Aber man muss auch realistisch gesehen sagen, ich glaube, natürlich, Pokémon hat damals mit Pokémon hat damals mit Videospielen angefangen. Aber die Videospiele juckt die Pokémon Company heute echt gar nicht mehr so krass, ne? Ja, das stimmt leider. Die machen viel mehr Geld. Am meisten Geld machen die mit Merch. Ich glaube, die machen sogar mittlerweile mit Anime, Filmstuff und so weiter und Trading-Karten mehr Geld als mit den Videospielen. Mm-hmm. Die könnten einfach mittlerweile halt komplett drauf scheißen. Das ist halt schade. Nee, das ist kein Argument für die Qualität des Spiels. Das stimmt schon, aber es juckt die am Ende des Tages nicht. Wenn es die jucken würde und die merken würden, yo, wir müssen was ändern, ansonsten ist unsere Company in Gefahr, dann würden die es wahrscheinlich auch tun, aber... Was ich ja das größte Problem daran finde, ist, dass Nintendo das greenlightet, weil Nintendo steht ja schon meistens doch schon, dass die Games Qualität haben und nicht unbedingt wie größte Dogs laufen. Ich weiß, TOTK und BOTW haben auch ihre FPS-Probleme, aber... Jein, erinnerst du, was geht? Da muss ich dir teilweise widersprechen. Ich meine, schau dir an, die Switch ist der lebende Beweis dafür, dass wirklich jedes gottverdammte Arsch-Indie-Game, was wirklich... übelst überarsch ist, auf die Switch kommt. Wirklich jedes Arsch-Game kommt auf die Switch. Ich könnte jetzt den Popel-Simulator rausbringen und der würde auf die Switch gebracht werden. For real. Geh in den Switch-E-Shop, da ist alles voll mit Hundescheiße. Ja, okay. Es ist Real Talk so. Jo, den kaufe ich.
Na klar, ja, du redest jetzt von so Mainline-Shit. Ja, du redest halt, jetzt von den AAA-Titles und so weiter, aber trotzdem juckt es die, glaube ich, echt wenig, was bei Nintendo da rumkommt. Das ist, es gibt mittlerweile, ich glaube, 50 Hentai-Games, die Hentai im Namen haben für die Switch. Und die gibt es mittlerweile auch physisch. Danke. Ja, keine Ahnung. Eigentlich schon, sehe ich es ja, aber Pokémon bringt auch demnächst Pokémon, also GameCube bringt auch demnächst Pokémon 2 raus. Hat ein Freund erzählt, ja, ja. Also ich weiß es natürlich nicht. Haben die sich für Gen 9 entschuldigt? Nein. Aber wieso haben sie es dann nicht Nein, die haben sich nicht für Gen 9 entschuldigt, oder? Habe ich noch nie gehört. Man hätte es ja patchen können, weil der DLC hat es ja noch schlechter gemacht. Beide DLCs haben es jeweils noch mal schlechter gemacht. Das habe ich eigentlich noch nie gehört, dass sie sich für Gen 9 entschuldigt haben. Noch nie. Ich weiß nicht. Chat? Doch, haben sie. Doch, für die Grafikprobleme. Echt, wo? Haben die sich entschuldigt? Das habe ich auch nicht mitbekommen. Die haben sich für Metal Sound entschuldigt. Das habe ich mitbekommen. Das ist das Einzige, was ich mitbekommen habe. Aber wir haben ja jetzt die Metallsound-TM als Geheimgeschenk bekommen. Alles gut. Das habe ich legit noch nie gehört. Also ich glaube dir das safe, aber ich habe es selber noch gar nicht gehört. Dass sie sich jemals irgendwie für Gen 9 entschuldigt haben. Ich glaube die Direct nach Release? Echt? Ich meine, ihr könnt mir das gerne mal raussuchen. Ich bin actually neugierig. Kann ich halt nicht verstehen, warum sie es dann nicht geändert haben. Ja, deswegen glaube ich nicht, dass sie das gesagt haben. Hätten die ja längst irgendwie einen Patch oder so rausgehauen. Da will ich was sehen. Ja, bin ich mir auch unsicher. Ich finde es auch sofort, wenn du was suchst. Warte, war das ironisch? Oder war das so, dass du was parat hast? Oder Games, die niemals für die Switch laufen sollten, kommen dennoch für die Switch. Als wenn ich wenn ich mir Doom oder sowas auf der Switch reinziehen will, wenn ich das auf PC oder andere Konsolen mit besserer Grafik, FPS und ohne Ladezeiten rein kann. Das stimmt schon zu einem gewissen Grad. Aber das ist eigentlich ein Argument gegen alle Konsolen. Weil du könntest immer auf dem PC spielen, weil der PC wird immer eine bessere Hardware als alle Konsolen haben. Wobei man sagen muss, dass heutigen PC-Games sehr schlecht laufen und PlayStation 5 besser läuft. Ist es so? Ja, die Performance von PC-Games, die sind richtig schlecht optimiert. Nintendo entschuldigt sich für Probleme im Pokémon. Schade Grafiken trotzdem hoch, klar. Viele Spieler ärgern sich. Ja, ne? Wir haben immer das Ziel, den Spielern positive Erlebnisse mit unseren Spielen zu bieten und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, schreibt Nintendo in einem aktuellen Beitrag auf seiner Website. Über das gerade erst für die Switch veröffentlichte Pokémon weiter heißt es, wir nehmen das Feedback der Spieler ernst und arbeiten an Verbesserungen der Spiele. Nötig ist das vor allem im Hinblick auf die Technik. Käufer beschweren sich über teilweise massive Ruckler und so weiter. Hä, what the fuck? Also ich meine, okay, die haben das scheinbar auf einer Internetseite oder auf ihrer Internetseite gepostet, das habe ich nicht gesehen. Aber es war auf jeden Fall nicht ein Direct, weil das hätte ich auch gewusst. Aber das ist schon wirklich super goofy. Und das, was hier RK9 schreibt, mit dem, dass die Spiele auch. Ja, ich sag ja, ich glaube dir das, Bruder. Wie bitte? Sorry. Das, was RK9 schreibt, am Ende schreibt der. Also, ich lese einfach mal vor. Nintendo hatte noch nie gute Hardware. Damals konnte das aber durch Spielidee und Umsetzung, Nutzung der Hardware optimisiert werden. Der Sprung auf neue Technik wurde nicht so gut erwartet und jetzt hinkt Nintendo noch mehr hinterher. Und die Spiele werden auch immer schlechter. Aber die Spiele werden halt nicht immer schlechter. Keine Ahnung, das ist. Weiß ich nicht, irgendwie. Ja, die Technik ist von Nintendo. Aber man muss auch sagen, Switch ist eine Last-Gen-Konsole, ne? Also, eine Last-Gen-Portable-Konsole, das ist halt schon so ein Ding. Da wurde schon teils recht. I mean, Hogwarts Legacy und so weiter auf PC massive Bugs zu release und auf PS5 lief es von ein bis zwei Sachen raus. Echt, das habe ich gar nicht bekommen. Ja, ich meine, in dem Beitrag steht ja basically auch drin, dass sie sich... Ich hatte ja das Gefühl, die beziehen sich auf zukünftige Spiele und haben es jetzt einfach so hingenommen, dass Kamen und Popo scheiße sind. Das ist halt Arsch. Das ist so Arsch, natürlich, Digga. Natürlich, ja. Zu fixen. Ich bin sehr gespannt, Chat.
nicht mal mehr 2 Monate und wir werden die finale Antwort bekommen. Ich frage mich halt, weil die neue Konsole wird ja dieses Jahr kommen, denke ich. Zu 99%. Ob die vor der Pokémon Direct angekündigt wird? Wäre halt goofy, wenn... Also, es sind ja Gerüchte, dass es wirklich einfach die gleiche Konsole wird, halt nur besser. Mhm. Deswegen wird das wahrscheinlich eben auf beiden Konsolen kaufen können, das Game. Also halt spielen können. Würde ich gut deswegen, finden. Aber, ja. Ich würde es gut finden, wenn man Switch-Games auch auf der Switch 2 spielen kann. Bin gespannt wegen dem Job. Safe. Will auch den Job da. Das ist so cool. Mach doch. Ja, wo soll ich mich werden? Du musst erstmal Student sein. Bin ich. Bist du echt schon eingetragen? Ja. Okay. Ich weiß nicht mehr, Lu hat mir das mal erzählt, ich hab's vergessen. Aber es war auch nichts, was für mich in Frage kommt. Wenn ich mir Motos Schwanz in-game... Sehen weiter. Ne. Achso, das war's. Du willst einfach nur Miyamotos Dick in Game. Schwanz in Game, ja. Okay. In einem Mario Game. Bringen Sommer Pokémon Schwarz Switch raus. Und Ende des Jahres Schwarz 2 Switch raus. Ne. Das ist ja wild. Ah, das wäre ja auch interessant. Wieso haben die das eigentlich gemacht, dass die von. Also Zusatzedition ja Platin, in Dings. Genau, ja. In 2er gegangen sind. Das nee, finde ja nur, ich fand haben Zusatz ja, cooler. Also haben die ja nur in Gen 5 gemacht. Nein, Ultramoon? Ultramoon kannst du nicht mit Schwarz und Weiß 2 wirklich vergleichen. Aber vom Prinzip her ja dasselbe, absolut, weil die haben ja nicht. 2 extra Editionen wieder rausgebracht, anstatt eine Zusatzedition. Ja, kannst du aber nicht vergleichen. Guck mal, muss überlegen, Schwarz und Weiß 2 vollendet die Story von Schwarz und Weiß 1, das spielt ein Jahr später. Spielt genau ein Jahr später und vollendet die Story. Es geht... Schwarz-Weiß 2, du fängst genau dort an, quasi, wo Schwarz-Weiß 1 basically geendet hat. Hm. Und Ultrasonne, Ultramond sollte angeblich eine Parallelwelt von Sonne und Mond darstellen. Weil da ja viel mit so Paralleluniversen und so weiter gespielt wurde, weißt du? Aber wurde richtig scheiße umgesetzt. Und X und Y haben wir gar keine Zusatzedition bekommen. Und danach haben wir auch keine Zusatzedition mehr bekommen. Danach war Over. Haben die aufgehört dann damit? Ja. Ich sag das ja. Das steht gar nicht. Gen 5 so haben die aufgehört. Pokémon Z, ja, wir haben alle drauf gehofft. Kam nie. Vor allen Dingen erscheint das mir auch für die halt einfach wie Free Money, I guess. Ja. Nicht viel Aufwand, da so eine Zusatzedition zu machen. Die dann einfach besser ist als das davor. Ja. Schon witzig. Pokémon Z vs. Gen 6 Remake. Ich wäre voll dafür, wenn wir anstatt einen Gen 6 Remake bekommen würden, irgendwann eine Fortsetzung bekommen würden, die Pokémon Z heißt. Ich wäre komplett down dafür. Ach, ich bin einfach nur noch gespannt auf die Spin-Off-Games. Die Mainline interessieren mich gar nicht mehr so. Irgendwie Spin-Offs. Da müsste echt schon viel passieren, glaube ich, damit die Leute wie dich, glaube ich, wieder hocken. Ja, das sehe ich. Habt ihr den Anime-Pokémon XYZ nennen? Ja. Richtiger Troll eigentlich. Ding ist halt, Pokémon hat. Aber Game Freak hat halt einfach so, man hat so kein Vertrauen mehr in diese Company. Das ist halt wirklich krass. Also, ich schon. Ich finde das krass, dass du das immer noch hast, obwohl die dich, also dich als Pokémon-Fan so ja, ich weiß. Kacke wandeln mit ihren Games, weißt du? Aber. Ja, die geben ja obviously keine Fix. Ja, aber ich bin verblendeter Fanboy, der wirklich. Pokémon ist so ein großer Teil von meinem Leben. Mhm. Und ich kann nicht einfach sagen, ich habe keine Hoffnung mehr, weißt du? Ich kann das nicht. Ich habe so lange Hoffnung, bis Pokémon irgendwann vorbei ist. Bis zur letzten Sekunde. Mhm. Es gibt ja aktuell Hoffnung mit diesem Bandai Namco Studio extra für Nintendo Games. Ja, wäre auch okay. Für Nintendo haut den jetzt einfach auf die Finger nach Gen 9. Entweder das oder holen ein neues Entwicklerstudio ran. Wäre alles voll okay. Was ich passt gerade. Also ich wäre mit allem fein, aber ich kann nicht einfach mich da hinstellen und sagen, okay, so fühle ich mich als Manchester United Fan.
Was meinst du, wie Schalke-Fans sich fühlen? Die Hoffnung habe ich noch für den Dragon Ball Anime. Dragon Ball Super war ja nicht bad. Ich schätze in letzter Zeit immer mehr die Story und Charaktere von Pokémon und halte mich immer mit Videos von Tyranitar Tube auf die neuen Games hoch. Das sehe ich. Und ja, auch da stimme ich dir zu. Ich mochte die Stories von zum Beispiel Kamezi und Popo auch sehr gerne. Wie mit den Tokyo Ghoul Remakes, sehe ich. Und sowieso, ich habe euch das schon mal gesagt, gerade was JRPGs angeht, dass da bin ich halt einfach auch die Zielperson für. Ich appreciate Games mit sehr guter Story und so weiter. Viel mehr als Gameplay, Grafik und sonst irgendwas. Klar, Grafik und so weiter finde ich auch geil. Da bin ich auch ein bisschen verwöhnt durch zum Beispiel Xenoblade. Aber für mich ist sagen, Gegenwart von Schalke-Fans mal hoch direkt Traum. True. Aber ja. Ich werde auf jeden Fall weiter die Hoffnung haben. Ich mache mir gleich ein Energy. Mach's echt durch? Ich werde... Also Chat, damit ihr mal wisst, was mein Plan ist, okay? Ich baller bis 17, 18 Uhr durch. Dann gehe ich schlafen. Wenn du über JRPGs redest, nenn mal so ein paar Titel deiner Lieblinge in dem Genre. Xenoblade ist auf jeden Fall mein absoluter Favorite. Es gibt halt sehr viele Dinge, bei denen ich weiß, dass ich sie noch testen möchte oder die ich als Kind gerne gespielt habe, aber nie die Reihe komplett kennengelernt habe. Wie zum Beispiel Secret of Mana oder sowas oder Golden Sun, die habe ich damals als Kind geliebt, aber nie wirklich zu Ende gespielt und auch nicht alle aus der Reihe. Da will ich auf jeden Fall noch reingehen. Ja, warte, ich muss ja jetzt hier erstmal kurz meinen geheimen Plan erzählen. Oh, okay, Nos, hab ich auch gespielt. Es geht auf Mana lohnt sehr, safe. Dragon Quest zum Beispiel, ja, bin ich noch geil. Tales of Rhyme will ich auch auf jeden Fall spielen, ja. 4-2 habe ich nicht gespielt, nee. Auf Dragon Quest 11 kann man mal beenden, gell, ja, true. Im Dekuma. Aber Dragon Quest, ich hatte auch übel viel Spaß an Dragon Quest. Octopath würde ich auch gerne reingehen. Visions of Mana habe ich auch gesehen, fand ich sehr geil. Ich will unbedingt Zola Torobo spielen. Chat, wer von euch kennt Zola Torobo? Auf jeden Fall genau, mein geheimer Plan. Also, ich werde jetzt so bis 17, 18 Uhr streamen. Dann gehe ich schlafen. Dann... Chrono Trigger, ja. Dann gehe ich schlafen. Dann bin ich so gegen 1, so roundabout 1, 2 Uhr bin ich dann wieder back in der Nacht. Dann kommt um 3 Uhr circa der Epilog raus von Karmesin und Purpur. Dann sind wir wieder ein bisschen im Carpo-Grind drin für den Tag. Und dann ballern wir bis abends durch. Donnerstag. Tag, genau, dann ballern wir von nachts bis abends durch und dann ist mein Schlafrhythmus gefixt. Das wird klappen. Zehner, dass es klappen wird. Bravely Default will ich auch mal ausprobieren. Was glaubst du, wie lange geht der Epilog? 1-2 Stunden. Kommt der Epilog nicht mittags? Könnte auch sein, aber ich... Also, die DLCs kamen immer so gegen 2-3 Uhr nachts. Könnte aber auch sein, dass der Epilog um 14 Uhr kommt. Na, wobei, nee. Also die DLCs kann man immer um 2-3 Uhr nachts. Was machst du jetzt nach Hardcore Soul Silver? Schauen wir doch mal, was wird, ne? Die meinten 15 Uhr, haben die legit gesagt. Die haben noch keine Zeit genannt, oder? Final Fantasy liebe ich natürlich auch. Und Kingdom Hearts, klar. Mach aktuell wieder 100% Final Kingdom Hearts. Bin schon bei Final Fantasy 10 angekommen. Mein absolutes Lieblingsspiel. Über 8000 Spielstunden im Game ist strong. Sehr, sehr strong. Gutes Game. Deswegen predicten viele eine Präsenz vorher.
Nein, es wird keine Präsenz kommen. 1,5 Monate vor Pokémon-Dings, vor Pokémon-Day. Das ist quatschig. KGE. Ja, das wird auf keinen Fall kommen. Warte, du nennst Kay war KGE, ne? Ja, der heißt Kay. Ja so. Nein, weißt du, warum der so heißt? Wegen Weird oder Match oder so. Er heißt Kay, weißt du? Das ist Kay. Er ist einfach nur Kay. You know. Okay. Das war mal so Meta, dass wir KGE kennen. KGE. Ich muss dir die Leute hier mal alle vorstellen. Abunter Kingdom hat es gerade Arsch genannt. Was bin ich hören? Ja, aber Abunter hatet Disney. Ja, ich hate nur den Disney-Part von Kingdom. Arsch. Deswegen sage ich ja Kingdom Arsch, weißt du? Das Kingdom ist ja cool, aber das Arsch ist halt Arsch. Aber Bunter hatet auch. One Piece. Okay, let's go. Das musst du jetzt sagen, ne? Ja. Stell mal alle vor, ja. Okay, lest jetzt mal ein paar Leute im Chat vor. Komm, hau mal raus, Bunter. So. Du hast doch eben zu Moonlight, Riff zu RK9 gesagt. Das fand ich auch mega witzig. RK9, der heißt ja so. Nein, er ist Riff zu. Ach. Da steht RFZU, als ob man dann so Riffzu sagt. Ja, ist Riffzu. Der heißt Riffzu. Wie OBM? Nein, du bist OBM. Bauer. Das weiß ich, Timo nennt dich immer OBM. Das ist schwer, ist OBM. Kann ich nicht / VIP sein gehen, dann wissen wir alle, dass VIP ist. Ich wiederhole mich. Doch, Alter, wie VIP sagst du? Den Typen schießt. Habe ich so viele VIPs? Ich muss mal ein bisschen nochmal aussortieren, glaube ich, noch weiter. Oh, die Spitze. Wer ist Fossa? Ich liebe Fossa. Grüße gehen raus an Fossa an der Stelle. Jägerwespe. Yo, Patrick. Ja, genau. Storm Lakitu. Stormy. Ja. Nix. Okay. Huseng. Hey, was ist dein Name? Das ist die Neidspieler. Ja. Ich finde, wie er fies. Ojama Mike. Das ist Mike. Ja, Ojama, Digga. Ojamas, das sind die Legenden. Ja, Mike, sein Online-Name ist Ojama Lime. Ojamas sind. Ich liebe Ojamas. Understandable. Ojama ist ein cooler Archetype gewesen. Ja. Ich habe auch Volkians gefeiert. Kennst du noch Volkian? Warte. Ich bin nicht sehe. Kia. Fand ich auch cool. Nee, irgendwie sagen die mir nichts. Echt nichts? Ist auch noch deine Zeit. Hallo Jamie, was geht? Sieht schon cool aus, ja. Wo ist mein VIP? Ja, RK9, tut mir leid. Krieg's keinen. Diese Schmutzwolken. Der Ojama-König, Digga. Ja, Volkia war übergeil. Sie eben wurde für Pokémon Kamasi und Popo eine Bonus-Episode angekündigt, die am 11. Januar 2024 um 15 Uhr. Ja, okay, Chat, dann gehe ich gleich schlafen. Dann scheiß drauf. Dann wird. Morgen? Wie bitte? Heute. Morgen. Ja, morgen. Dann brauche ich meinen Schlaf, um es ja gar nicht zerstören. Dann gehe ich gleich schlafen, Chat. Dann keine Energy mehr. Wirklich? Ja, dann gehe ich gleich schlafen. Na, 10 Euro. Warum? Hä, hast du gesagt? Ich sag immer Zehner, das bla 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 bla, das ist ein Standardspruch. Und da war die Motivation weg. Ja, ich dachte, das wäre so smart, die Nacht zu schauen. Jetzt macht er so. Wenn es danach gehen würde, Chat, würde Germi mir auch noch 100 Euro schulden. Wieso? Letztens habe ich gesagt, ich gehe kurz auf Klo. Und dann wollte Germi irgendwie witzig sein und ich war halt noch kurz da, hab dem Chat was gesagt und der meinte 100 Euro, wenn du noch da bist und wenn du was sagst, dann habe ich gesagt, ja, okay, hallo. Dann habe ich auch nicht meine 100 Euro bekommen. Aber ich küsse auch Germis Herz. Aber ich habe danach die anderen Leute dann auch gesagt, hä, bist du dumm, musst du dir jetzt so die 100 Euro geben? Aber ich so, hä, nein, juckt mich doch nicht. Ach, Germi braucht sein Geld selber. Ja, ich so. Chat würde so, nee, laut Paragraph 16 ist das jetzt mein Geld. Und ich wäre halt so, ja, juckt mich nicht. Michi, jemand Michi noch einiges? Ja, ich schulde Michi noch 10 Subs. Micha. Ja, der Filiospa-Dude. Der gute Pokémon-Spieler.
Ja. Was soll ich sagen? Die 100 Euro könnten locker. Ist der eigentlich aktiv jetzt, oder? Ja, Michi streamt aktiv. Auch mit echt vielen Viewern teilweise. Ist echt strong. Ja, ja, ich will mir meine 100 Euro auch verdienen. Wobei die 1-5er-Subs immer noch sehr, 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 sehr asozial sind. Wie ich gegen Michi verloren habe. Aktiv, sagst du, vor 6 Tagen, der letzte. Ja, hat halt Hausarbeit, er muss halt seine Hausarbeit abgeben. Heute. Ach so. Studiert er? Ja. Dank. Und er schreibt am 29. und 31. Klausuren. Und dann ist er nicht in deinem Stream, ey. Da war eben da. Vor 5 Minuten. 5 Minuten. Micha, Micha der Beste. Spawnst ihn jetzt für die Jasper. MDB. MDB. Für die Jasper. KGE, MDB, OBM. Luke, dankeschön für den Resub, dankeschön. Kuss, 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 dankeschön. Ich suche gerade Shiny Voltilam. Also von den Shinies, die du hast, wünsche ich den Knuffenser. Warum? Weiß nicht. Fenser ist irgendwie... Das Schlechteste oder wie? Nee. Oder? Wupper ist am krassesten, glaube ich, von denen. Wahrscheinlich, ja. Weil Smallland hat das mal durchgespielt mit Wupper Only. Das muss krass sein. Das muss krass sein. Smallland ist so krass. Smallland ist so geil. Ich würde gerne mal Smallland's Cock in-game in den Mund nehmen. Würde ich machen. In-game oder out-game? Ja, beides. Okay. Das ist okay, Jamie. Ich weiß nicht mehr aus dem Kopf, wann ich selber Klausuren schreibe und du weißt es bei anderen. Ja, was soll ich sagen? Nein, ich habe nur Bunter zitiert. Hab ich das Smallland gehört? Smash. Pirates am schlechtesten, ja, safe. Smallands Wupper in den Mund. Ich würde gerne Smallland mal einen Wupen. Ah, oh, Mann. Ich glaube, Jonas ist auch schon eingeschlafen. Der wäre eigentlich mein Regidrago Regieliki Bro gewesen. Was steht noch auf der Liste? Ich habe wieder Fluch gesagt oder so. Zeichnen Lokana, ja, Lokana ist immer nur Bonus. Und Zeichnen, ja, wäre smart, aber ja, ich bin gerade actually relativ müde. Ich habe die letzten beiden Nächte nur 6 Stunden geschlafen, ich glaube. Was sagt er jetzt, gell? Vor 10 Minuten wollte er noch durchmachen. Ja, mein Körper hat sich, ja, ich hätte geschafft, ich hätte locker geschafft. Energy rein und dann geht es. Es geht wirklich. Jetzt fahr doch mich nicht heraus, junger Mann. Junger Mann. Yes. Gerade was so durchmachen. Ich hätte echt durchgemacht, wirklich. Aber jetzt, wo ich habe meinem Körper jetzt gesagt, okay, kannst wieder runterfahren. Ja, so instant geht das auch vor allen Dingen. Das geht bei mir so. Mach ich, du, mach ich. Wir machen jetzt noch die 7K voll. Chat und dann Feierabend hier. Und dann komme ich morgen pünktlich. Spätestens um 11 bin ich da. Ja. Sure. Was, wenn? Oh, sure. Kommst um 13 Uhr frühestens. Nee. Gunnar Sexe, schlaf gut. Nee, ich werde um 11 da sein, spätestens. Zehn werde ich schon da sein. Zehner. Die iPad-Kids warten schon morgen früh. Chat, wer von euch hat ein iPad, for real? Ich wette mit dir, weniger Leute haben ein iPad als du. Ich hab das gebraucht für Uni. Naja, ja, die Chat vielleicht auch, ey. Nee, die wollen das, um dich zu gucken und Fortnite zu spielen. Kann man da überhaupt Fortnite drauf spielen? Ja, kann man. Echt? Merk kein iPad. Und euch diese Versprechen, das wird nichts. Ich hab ja nichts versprochen. Du meinst für Abi. Kann man das Latios und Omega-Rubin resetten? Yes. KGE, machst du ABI? KGE. Oh nein, Junge. Guck, die Leute haben auch eins für Uni. Du denkst, guck mal, Chat, wie alt seid ihr? Du denkst, meine Zuschauer sind so 12 oder so, oder was? Chat, wie alt seid ihr? Ich hätte mit dir meinen Altersdurchschnitt der Community höher als deiner. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr.
Stopp, du. Siehst du, wie alt die alle sind? Krank. Oberalt sind die. Keine iPad-Kids. Ja, sag ich doch. Krass. Ich will nie wieder hören, dass ich alt bin in deinem Chat. Nee, hey, ich bin auch voll normal bei denen, aber ich bin bei für die immer Opa. Aber du hast halt so diese Takes, die so Opis bringen. Ist einfach so. Dann bin ich aber jetzt auch alt, Mudai. Für die Pokémon Company ist man für Turniere ja schon mit 18 Senior. Ja, ja. Aber du bist schon alt. Wie alt ist Mutter der nun? 28. Es sind mehr die Takes an dir, die alt sind. Das ist hier bei mir runter. Das Laus, ihr habt vor allen Dingen gar nicht so alte Takes. Doch, über. Vielleicht was Pokémon angeht, okay. Nein, du hast gesagt, ich mag nur alte Videospiele. Das, okay. Ultra Omega Cap. Nein. Digga, ich spiele jedes neue Spiel, was es gibt. Das ja, ist so. Aber was feierst du mehr, die alten Games oder die neuen? Beides gute Sachen. Ihr habt beide eben über euren jungen Spirit und dass euer Gaming-Hobby euch jung hält, für euch ist eh vorbei. Ja, du nicht unrecht. Der Mutter ja, wirkt halt echt so, als wäre alles nur Scheiße. Nee. Ich glaube, manchmal haben wir das Gefühl, Bunter ist übel negativ, aber ich glaube, ist Bunter gar nicht. Ich glaube, der ist so... Ich glaube, Bunter ist so Realist. Ja. Safe. Ich mag es nicht so gern, die Augen zu verschließen vor schlechten Sachen. Keine Ahnung, das mag ich halt nicht so. Ich bin halt der Real und sag halt, das ist Arsch. Deswegen schaut er sich nie in den Spiegel an. I mean, ungelogen. Ich hatte auch Spaß mit Capo, aber es ist halt trotzdem Arsch. Ja. Ich finde auch... Also, same. Ich habe auch heute immer noch übertrieben viel Spaß mit Capo, aber... Objektiv gesehen ist das Game Arsch. Leider. Das ist halt so, ne? Ja, denn meine Zuschauerserie geht bei dir gar nicht hoch, weil du immer live bist. Ultra cringe. Hä, wie? Die kann ja nicht hochgehen, wenn du ganze Zeit live bist, weil das, die Zuschauerserie funktioniert ja so, wenn man immer einen Stream dabei ist. Aber ja. Ich muss ja nach 48 Stunden immer Stream beenden. Ja. Also das ist jetzt mein dritter Stream. Aber ja, ich check, was du meinst. Die Augen von schlechten Sachen verschieden, aber Gen 1 feiern, wie gedacht, ne? Ja, ich feier halt die Gen 1 Pokémon. Nein, das kannst du nicht sagen. Die sind ja Arsch. Guck mal. Okay. Gen 1 war eine kranke Erinnerung. Gen 1 hat für mich Pokémon introduced. Und du liebst alles, was edgy und böse und gruselig aussieht. Ja. Ja. Richtig. Umso edgier und gewalttätiger ein Pokémon aussieht, umso cooler. Aber wieso muss ich denn retrospektiv auf die Gen 1 zurückgehen und jetzt sagen, dass sie scheiße ist? Weil, obviously, nach dem heutigen Standard ist fast alles scheiße, was von damals ist. Das ist ja einfach so. Aber geht ja darum, dass es damals zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, krank war. Revolutionär, ja. Aber ich würde trotzdem... Aber es ist wie das, was Pegel gesagt hat. Ja, ich kann verstehen, wenn Leute heutzutage mit Pokémon anfangen, nichts mit Gen 1 und so anfangen können. Ja, okay. Kann ich komplett verstehen. Nee, ist ja wie Pegel das gesagt hat, so... Das war schon krass, was sie für die heutige Zeit getan haben. Aber die können jetzt auch in Rente gehen. Ich sag auch mittlerweile ehrlich, Chat. Ich glaube, ich bin langsam wirklich an dem Punkt. Ich glaube, ich sag's jetzt ehrlich. Ich habe darüber die letzten Wochen echt nachgedacht. Und ihr werdet mich jetzt bestimmt alle haten. Aber ich glaube, langsam auch Gen 4 und 5 sind reif für die Rente. Ich sag's wirklich. Ja, jetzt habt ihr's, Chat, ne? Jetzt habt ihr's. Mit dem werde ich ganze Zeit gehittet, ihr Wichser. Du bist reif für die Rente. Naja, aber das ist halt so. Guck mal, es gibt wenige Games, die Immo noch mit den heutigen Standards mithalten können. Ich finde,
keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch einfach bei, weil es mein Lieblingsgame of all time ist, aber für mich ist Ocarina of Time immer noch ein Game, was zeitlos ist. Selbst heute noch ultra krass ist eigentlich. Was ich damit meine ist, dass auf heutigen Standard die Games einfach, ich finde, guck mal, ich liebe Videospiele, wenn ich, also ich sag das jetzt, ist sehr subjektiv, die Aussage. Ich liebe Videospiele, wenn Videospiele mich mit auf eine Reise nehmen und ich in diese Welt eintauchen kann und so. Und ich feiere das zwar bei den alten Pokémon-Games, aber rein von der Story und allem, die neuen Spiele nehme ich viel mehr mit auf so eine Reise und allem drum und dran als die ganzen alten Spiele hier. Die ganzen alten Pokémon-Games hier. Ich sag euch ehrlich, ich finde alle Pokémon-Games von der 1. bis zur 5. Gen, die Story ist so scheiße erzählt. Und dabei sagen Leute, das finde ich krass, weil die meisten sagen ja, dass Gen 5 die beste Story ist. Ja, die Story ist gut, aber sie ist scheiße erzählt. Ja, die Story ist gut, aber sie ist scheiße erzählt. Bei Glue. Ja, der ist nicht schlecht. Ich sag, Open World halt, hat Gen 9 Story gekillt. Ja, das sehe ich auch schon. Ja, aber 8 ist ja auch Open World. Das. Nichts ist so scheiße erzählt wie Gen 8 Story. Aber selbst die, selbst da habe ich einfach, ich habe sie trotzdem mehr aufgesaugt und so weiter als die alten Games. I don't know. Würde man sagen, es wäre overall cooler, wenn man mehr eine Story hätte, die über alle. Ja. Also über alle Pokémon gleich zieht? Ich finde, so wie Zelda das macht, das halt überkrass. Weißt du, der Fluch, der in Twilight Princess halt auf Ganon, Link und Zelda halt auserwählt wurde, verbindet alle Spiele miteinander, obwohl die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Das finde ich übercool, weißt du? Mhm. Habe ich Ryan Prince gesagt? Scarlet Sword. Nee, ich habe schon Scarlet Sword. Ach, kein Plan. Das war, glaube ich, so cool an Kanto und Johto, dass die halt so ein bisschen mehr Zusammengang haben wie andere Gens. Ja, ja, ja. Weil auch das Red halt, wie gesagt, Red war halt in Gen 2 am Ende und so. Das war halt irgendwie, es hat halt einfach Scarlet Sword, ja, manche. Verbunden halt irgendwie und das war halt cool. Das, ich glaube, das fand ich auch, finde ich auch schade im Pokémon heutzutage, weil halt, ja, ich kann verstehen, jedes Pokémon-Game ist einzeln, aber irgendwie ist es halt nicht so eine krasse Bindung, wie wenn du öfters die gleichen Charaktere wieder siehst und so. Ja. Ich glaube, dass sie mit Legends die Chance ergreifen, alle Gens zu verknüpfen. Keine Ahnung. Ich finde auf jeden Fall die Stories in neuen Spielen in 99,9% besser als die alten. Ich finde, die sind einfach nicht so gut erzählt. Wie mit YouTube, ne? Und deswegen mag ich rein aus der Perspektive, die mir bei Videospielen am wichtigsten ist, mag ich die neuen Spiele mehr. Und ich mag die neuen Pokémon mehr als die alten. Finde ich halt krass. Ey, das ist wirklich so ein Fakt, den sehe ich halt. Also, dass wir den Pokémon mehr mögen von den neuen, ist für mich halt so gar nicht. Ich finde die neuen Pokémon fast alle besser als die alten. Ich sag auch, Gen 3 und 4 Pokémon sind echt schlecht. Ich finde, was Kreativität von Pokémon angeht, finde ich die neuen besser. Krass. Rot ist aber auch in Gen 5 und Gen 7, das stimmt ja. Ja, in Gen 7 war das cool, dass er da war. Ja, aber bei Pokémon ist es immer so ein, oha, krass, Junge. Aber es wäre viel cooler, wenn das alles einfach von vornherein kennen wäre und alles miteinander verbunden ist, you know? Ja. So wie in Kingdom Hearts. Alle Charaktere sind in jedem Teil miteinander verbunden. Mhm. Safe unpopular opinion, hundertprozentig. Nee, Gen 7 Pokémon ist Peak Pokémon Design. Für mich persönlich. Ich glaube, ich mag an Gen 1 einfach, das, es sind halt simple Designs, ne? Nee, ich. Also, guck mal, wenn du mir jetzt sagst, dass du Gen 1 Pokémon feierst. Ja. Dann check ich genau, was dein Taste ist. Du feierst dieses. Pokémon Gen 1 sahen halt mehr aus wie richtige Monster.
wie richtige Pocket Monster, weißt du? Und heute haben die halt einfach kreative Designs mit Gegenständen und in die Region mit eingebunden und es passt alles irgendwie. Teilweise sogar Gesellschaftskritik und so weiter. Aber du magst einfach dieses Simple, sieht aus wie ein Monster, finde ich cool. Ja. So, deswegen, ich check das. Wann würdest du sagen, hat dieser Change angefangen mit den Pokémon-Designs? Nach Gen 4? Ja. Ab dem Zeitpunkt, wo man sich davon gelöst hat, dass Pokémon nur in Japan spielt. Die ersten 4 Gens spielen ja in Japan. Und mit Gen 5 hat man sich dann dazu entschieden, etwas komplett Neues auszuprobieren. Und hat dann auch die komplette Region geändert und hat dann auch viele Pokémon passend zu der Region gemacht. Sowohl in Gen 5 als auch in Gen 6. Ab dem Zeitpunkt halt, wo die halt angefangen haben, Pokémon der Region passend zu machen, weißt du? Mhm. Ja. Da hat es auf jeden Fall angefangen. Schlüsselbund, ja. Ja, aber. Also, da haben wir uns in unserer Freundesgruppe lustig drüber gemacht. Aber ich finde Klefki actually cool. Ich mag Klavion. Sehr gerne, ist ein cooles Pokémon. Ich finde, ich bin so auf Gen 3 hängen geblieben. Und diese Meinung wird sich auch nie ändern. Das ist auch voll okay, ey. Keiner zum Beispiel Räder, aber benutzt sie nicht. Das ist eine tiefgründige Kritik an Leuten, die 3 Autos besitzen und sie nur in der Garage stehen lassen. True. Klefki mag ich auch nicht wegen dem Gesicht. Das Konzept finde ich cool. Praktibal gestrebt und die Meistergriff fallen mir in Gen 5 ein, die halt mit Gegenständen was haben. Ja, Unratütox und Deponitox ja auch. Das sind ja basically aufgerissene Mülltüten, was halt wegen New York Sinn ergibt. Deponitox finde ich sogar cool. Ja. Diese Müll-Pokémon finde ich sogar cool. Ja. Zu Klavion like Monster, nicht so krass, aber jeder, ich finde auch Skelabra übertrieben sick. Pikti, Clark, Skelabra, Jet. Es gibt auch coole Pokémon von den neuen Gens, aber ich mag halt einfach süße Pokémon nicht. Ja. War ich null. Aber ich finde es so witzig, damals hat es jeder gehatet, dass Pokémon jetzt Gegenstände werden, genau. Und Durengard und Skelabra waren fast auf jeder Tierliste. Von den Lieblings-Pokémon war entweder Skelabra oder Durengard drauf. Und damals wurden die gottlos gehatet, weil jetzt Gegenstände hier an Pokémon kommen. Und heute finden es alle cool. Ich glaube, die Leute hassen einfach Veränderungen. Ich glaube, du zählst auch dazu, Bunter. Gute Veränderung mag ich. Ja, nein. Guck mal. Richtig viele Leute damals haben das gehatet, weil es anders war. Aber die haben gar nicht in Betracht gezogen, ob das eine gute Veränderung war. Die haben es einfach scheiße gefunden, weil es anders war. Aber guck mal, das macht ja keinen Sinn, weil BOTW habe ich nicht gehatet. Und das ist anders. Ja, ich rede jetzt nicht von den Dings, wo wir sind kein Problem. Ja, da muss ja schon dann global sein, wenn du sagst, dass ich jemand bin, der. Ja, doch, Trim schon, sage ich auch viele Sachen zu. Mir ist ja einfach wichtig, dass das halt immer gut gemacht wird. Und, ja, keine Ahnung. Ich meine jetzt nicht euch als Personenchat, aber das war damals halt einfach, dass es sehr hart kritisiert wurde. Auch von vielen Gen 1ern halt, nö, warum ist da jetzt ein Schwert mit Schild? Nö, das ist doch kein Pokémon. Nö, warum ist hier nicht mein Nidoking, der aussieht, als würde er gleich deine Kehle aufschlitzen? Ja, das ist halt das, was du gerade gesagt hast mit diesen, früher waren es halt Pokémon-Monster, ne? Ja, es waren wirklich richtige Monster. Ja. Es sieht krass, so aus. Das finde ich krass, was du gesagt hast. Das ist mir irgendwie. Habe ich mich immer gefragt, was so unbedingt anders ist an den neuen Designs als an den alten. Aber hast du das, hast echt du das gut nicht getroffen. Hinterfragt? So auf der. Nee, Ebene. Ich habe einfach gesagt, ja, ich finde irgendwie die neuen Designs nicht mehr so cool. Ja, die alten sind halt die Pocket Monster. So wie sie halt geplant waren. Die sahen halt alle früher blutrünstiger. Und. Ja, wie halt Monster aus, ne? Ja, krass. Für Monster heute Geschirr und Besteck. Fucking Mortar. Oh, reverse. Deswegen mach ich Mewtwo halt auch so. Ja, Mewtwo ist Definition von Monster. Reverse, dein Bild ist fertig von du. Frage ist, hättet ihr euch als Kind in Pokémon verliebt, wenn der Gen 5 oder Gen 9 Dex der Gen 1 gewesen wäre? Kann man nicht sagen.
kann man auch nicht. Ich glaube, das wäre, also dann würden wir, also würden, dann würde man heute über Gen 5 reden, so wie wir, wie die Gen 1 so über Gen 1 reden. Einfach. Wäre halt umgedreht einfach. Dann wäre jetzt zum Beispiel, würde jetzt Mewtwo rauskommen und so, diese Gen, Turtok und so, und die gibt es halt die neue Gen, die das feiern, und die alte Gen, die das alte Zeug feiern. Ja, man kann es legit nicht sagen. Ich glaube, deswegen ist auch dieses, wobei das ja auch nicht ganz zutrifft, aber ich glaube, ab Gen 4 ist so ein bisschen so dieser generational halt Change, gerade auch wegen dem Design, obviously, wo sich halt so ein bisschen die Camps halt ein bisschen unterscheiden. Gen 1 bis 4 oder 4 bis aktuell halt. Irgendwo, I guess. Okay, Chat, das ist die nächste Zeichnung von Louis. Ich zeig's dir Reverse. Reverse hat sich ein Bild gewünscht von seinem OC. Und Lou hat das hier gemacht. Sieht sehr, sehr strong aus. Bank. Von wem ist das? Von wem gezeichnet, oder? Nee, von wem? Von Reverse. Krank. In 30 Minuten, total, ja. Krass. Ist schon sehr, 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 sehr strong. Ja. Louis, crazy. Kannst du es mal nachzeichnen? 15? Bitte nicht. Safe, Reverse, safe, 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 safe. Warte, ich schick's dir auch direkt zu. Danke nochmal dich für den Support. Ich wollte nur fragen, was kann Lou nicht? For real. War schon ein bisschen länger als 30 Minuten. Wäre jetzt keine unrealistischen Standards setzen. Okay, 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 okay. League of Legends. Was, League of Legends? Kann Lou nicht. Oh, hi, yo. Nein, ich habe ja noch nie mit dir gespielt. Ich weiß nicht. Ich wollte einfach nur von. Und da ist am Feuern. Dann 1 gegen 1. Ich hätte so viel, wenn Lou gewinnen würde. So witzig. Ich glaube, sie hat es nicht gehört. Alles gut. Ignoriert. Besser ist. Für dich, ja. Mit Spiel. Ach, manchmal muss man einfach random feuern. Ist einfach so. Nein, Lou spielt nicht Yumi. Lou spielt Ahri und Lux sehr gerne. Und würde gerne Yone lernen. I appreciate the Ahri mains. Mhm. Chat, was ist euer absoluter Lieblings... Was ist euer absoluter Lieblingsskin von allen League of Legends Skins? Hat man die im Kopf? Oder? Ja. Ja, okay. Battle Academy Azure. Ist bei dir Nummer 1? Ja, wegen den Dragon Ball References. Okay, okay. Weißt du, was bei mir ist? Und ich sag, der ist eigentlich gar nicht so ultra krass, aber ich finde ihn einfach sehr ästhetisch und sehr, sehr schön. Winter Wonder Orianna. Ja, der ist sehr cool. Ich liebe den. Ich liebe den auch. Ja. Und Dark Star Orianna finde ich auch krank. Mhm. Oh, echt Ace? For real? Hä? Als ob? Ja, Winter Wonder Orianna ist schon sehr. Nein, cool. Ich sag, das ist actually ein Hot Take. Also, ich hab nicht gedacht, dass noch jemand da draußen existiert, der sagt, ja, Mann, Winter Wonder Orianna ist der Skin, der ist es. Strong, strong, strong. Ja, ist einfach ein Banger-Skin, ich liebe den. Ich bin nicht mal Ori-Main, aber ich liebe den Skin einfach. Aber ich spiele Ori auch gerne mal. Draven ist sehr cool, ja. Boah, ich habe morgen so Bock auf League, Alter. Ich werde so reingehen, glaube ich. Ich kann mal schauen. Da können wir ja morgen Abend vielleicht ein bisschen League zocken. Dann holen wir noch Lou ran, holen wir noch Heizel ran. Dann vielleicht noch Blaine oder so. Oder Nils. Können wir machen. Dark Cosmic Djinn auch stark.
Dann machen wir vielleicht auch ein paar Custom-Community-Runden. Runden. Wäre auch funny. Dann hol doch jetzt mal so einen Shiny, Digga. Wirklich, du bist nicht so gut in Hardworld, glaube ich einfach. Ich glaube auch. Das ist es. Ich habe gehofft, jetzt zu dir was zu sagen. Das ist, weil du nicht so hinter dem Game stehst, glaube ich einfach. Ich glaube auch, ja, das kann sein. Weißt du, alle anderen lieben Hardgold, deswegen kommen die bei denen. Ja, check ich, check. Du kannst doch nicht immer Max Odds bei jedem Shiny haben. Das ist krank, ne? Jemand alte Gens jetzt so schlecht gemacht. Jetzt ist es nicht mehr. Der Kollege von Lukas hat einfach aus Spaß im GameStop Palokana geöffnet und die Enchanted Elsa gezogen. Jo, okay. Und warum schenkt die uns die jetzt? Also, der jetzt reich. Die ist halt 300 wert, ne? 320, glaube ich, 350, irgendwie sowas. Fast. Hä? Fast reich. Ich hab schon fast kostenlos. Hi, ich bin Lukas. Ich fand aber, glaube ich, Bunter ist hier nicht so gut. Bei Lu und Michi kam sie direkt, als sie Gäste war. Ich glaube, Bunter braucht mal mehr Energy hier. Muss man mehr Energy hier reinfließen lassen in den Shiny Hunt. Ich bin Lukas. Scheiße, alle sind Lukas. Gibt es hier noch einen? Nee, ich gönnt ihm halt das Shiny nicht. Der soll wirklich leiden. Hard Gold soll den brechen, weil er es trash-talkt. Ich trash-talk das nicht. Ich hab das. Das ist bei meiner Tierliste, ich glaube A-Tier oder nicht? Oder B? A? B? Nicht auf S. Ja, hat auch nicht das S ist, verdient. Das ist schon Blasphemie für hat mich. Hat nicht S verdient, nein. Blasphemie! Ich glaube, ich habe Legends Arceus über Hardgold so Silver. Wenn du das jetzt, wenn du diese Tierliste jetzt aufmachst und das auf S packst, kriegst du einen Schein. Wahrscheinlich. Boah, ich habe halt echt ein paar Hottags rausgehauen, aber hat echt gut getan. Ja, aber One Piece scheiße, oder? Das muss schon einmal am Tag gesagt werden. Ja, brauchst du das hier, deinen inneren Seelenfrieden? Inneren Seelenfrieden. Ja, ja, ja. Hashimana, was geht? Und dass Chat halt richtig abgefuckt ist, weil ich weiß, dein Chat hat viele One Piece Diehards. Ja, ja, ja. Bunter gerade gesagt. Bunter hated One Piece. Ich kann dazu nichts sagen, ich habe One Piece nicht geguckt. Oh, Mann. Ich soll ja Lukas heißen, aber die haben komm genau zu seinen Sachen wie gestern. Und so gelassen. Achso, okay. Boah, Timeout ist 600 Sekunden. Ich habe One Piece gedroppt. Oh, jetzt geht's ja mal los. Handshake. Ja, Evan, kannst du mich nicht onstream muten, Herr. Die Aussage vom Bunter ballerte gerade mies auf lautlos. Wieso hast du eigentlich zwei Leute, die mit der anfangen im Chat? Der KGE und der Effern. KGE! Bei Effern deswegen ist es cool, dass sein Nachname. Aber ich finde es auch wild, seinen Nachnamen als Gamertag zu nehmen. Schon wild. Ist wie auch wie, manche machen auch Vorname und so, ist krank. Naja. Ja, Leon Fossi zum Beispiel. Der Timo. Leon Fossi hat einfach seinen ganzen Namen fast drin. Echt? Heißt, heißt ja, er Fossberger oder so? Leon Voss halt. Ach so, okay. Das ist crazy. Ich kann so 100 bessere Anime nennen, die zusammen weniger Folgen als One Piece haben. Oh, jetzt geht's hier los. Gunamula, ja, ich endlich! Gut. Ich hab die One Piece Hater erreicht. Bunter Ju auf Twitch. Bunter Ju. Nächster Versuch. Wann machst du eigentlich die halbe Stunde TOTK? Boah, ich habe halt echt noch andere viele Games, die gerade auf der Liste stehen, die sich von der Community gewünscht wurden. Aber jetzt gerade mache ich halt erstmal noch die Sachen, die am ersten Tag schon erreicht wurden mit den Sub-Goals. Wir haben noch so viel zu tun. Aber ich try my best. Ich finde das so lustig. Jedes Mal, wenn man irgendwas mit, wenn man so sagt, One Piece Kacke, weil diese Diskussion wird immer in diesen Chat kommen. Immer. Oh, das wäre, als wenn ich sagen so würde, man sagt Berliner und nicht Pfannkuchen, nicht Krapfen. Ja, ja, ich schwöre, das ist wirklich so. Wobei ich da letztens ganz logisch an die Sache rangegangen bin und gesagt habe, dass eigentlich die Leute, die Krapfen sagen, die Opfer sind. Das ist ja auch so, es ist ja einfach confirmed. Weil es heißt Berliner Pfannkuchen und die Leute aus dem Osten sagen halt Pfannkuchen.
und wir nennen es halt Berliner, aber Krapfen existierte nie, war eigentlich, stand nie zur Debatte. Aber guck mal, Berliner Pfannkuchen, also dieses Pfannkuchen macht ja auch keinen Sinn. Man macht ja, den ja nicht in der Pfanne. Ja, ja, safe, safe, safe. Aber ich glaube, dass es irgendwie einen tieferen Grund hat, so, weißt du? Ja, ja, es gibt Pfannkuchen, aber es ist halt der Berliner Pfannkuchen. Das ist halt so auf die Berliner Art und Weise, wie es wahrscheinlich gemacht wurde. Aber halt kein Pfannkuchen. First Message meldet sich bei A-Safe Krapfen, ich kann nicht mehr. Krapfen heißt aber in Österreich, ja, Österreich, oder? Man hat die damals in der Pfanne gemacht. Das kann echt nicht sein. Ja, aber so Pfannkuchen macht man halt legit immer noch in der Pfanne einfach. Deswegen macht es da halt, also das sind halt Pfannkuchen einfach. Ja, ja, ja. Aber bei denen heißt es ja Eierkuchen, weißt du? Jetzt, dann haben die halt umbenannt einfach so für sich. Bin ich jetzt richtig, Pfannkuchen ist nennen okay. Berliner Pfannkuchen wirklich Eierkuchen? Lars ja, Gamba. Ja, okay, ist auch legit. Aber die sagen aber auch Palatschinken oder so, keine Ahnung. Ja, das ist, das machen die, da, also, nee, nee. Waver, danke für die 30 Euro. Dono. Haben wir nicht noch Double Time? Wir haben nicht mehr Double Time, nee. Nein, komm, ich gönn, spät, ich gönn, Waver. Ich gönn, ich gönn, ich gönn, ist okay. Ich gönn nochmal Double Time, weil wir es noch, ne? Ich gönn. For real, ich gönn, Chat. Hätte okay, Waver gewusst, dass der war wahrscheinlich in dem Moment nicht da. Ich gönn nochmal Double Time da drauf, weil ich ein Ehrenmann bin, Chat. Gamba, Gamba. Gamba, Gamba, pm, 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 pm. Palatschinken auf jeden Fall richtig. Nee, da muss ich so los. Ja, wenn ihr jetzt nochmal raushaut für 2 Minuten Double Time, ist okay. Machen wir. Ey, Chat. Habt ihr auch das Problem, Schweiz und Österreich ist irgendwie das Gleiche? Für mich ist Schweiz und Österreich einfach das Gleiche. Nee, für mich nicht. Okay, let's go, Waver. Dein Spin. Schweiz ist reich. Okay, es kommt 30 Minuten auf den Timer nochmal oben drauf. Bam. Nochmal zusätzlich 30 Minuten. Cray. Servus. Sie. Österreich ist Servus. Und auch in Deutschland, oder? Servus. In Bayern, ja, sagt man Servus. Nee, ich weiß nicht, für die Schweiz und Österreich einfach das Gleiche. Das sind einfach so Deutschland-Abklatsche. Jetzt am Butterbock zu schießen. Bayern gleich Österreich. Also ich sag for real, also mein Kopf ist so, Österreich ist fake, Bayern und Schweiz ist halt Schweiz. Genau, Österreich ist Bayern 2-0. Oh, das sehe ich eher so. Ich schieße. Jüte? Du sagst, ich schieße. Du beleidigst gerade Österreich als Bayern, Alter. Ich liebe euch, ihr Österreicher. Aber ihr könntet auch Bayern sein. Ich sehe legit keinen Unterschied. Ja, Österreich ist Bayern mit Skigebieten. Das finde ich gut. Aber Schweiz ist für mich schon was Eigenes. Hundertprozentig. Ja, ja. Wer wieder Geld hat, ist was Besonderes, ne? Ich merke schon. Ja, ja. Österreich ist Bayern, aber ein Gut. Schweiz spricht doch nicht nur Deutsch. Ey, Schweiz spricht eigene Sprache. Ja, ne? Ich kann mir das nicht geben, wenn... Nee. Schweiz spricht auch nicht nur Deutsch. Ja, yeah, ja, Schweiz, Schweiz ist schon eigen. Aber Österreich ist halt mach, einfach... Mach, 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 mach. Maurice, vielen Dank. Ich küsse dein Herz. Dankeschön. Da gibt's wohl den nächsten Gamba für dich. Let's fucking go. Gamba, 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 Gamba. Ich bin actually Schwabe. Oh, Maurice kriegt in Anführungszeichen die Niete, aber du bist VIP für einen Tag. Let's go. Niete. Niete. Ich weiß, es ist keine Niete, aber es ist leider nur für einen Tag. Aber VIP wird sich gegönnt. PayPal spinnt gerade. Okay, dann warte ich noch kurz, Effan. Mach doch, wenn man zweimal hintereinander VIP hittet, dann kriegt man eine Woche. Kriegt man eine Woche? Ja, wenn man zweimal hintereinander hittet. Okay. Verluste. Und wenn man es schafft, dreimal hintereinander zu hitten, einen Monat. Boah, ich werde es, glaube ich, erstmal vergessen, bis dann OBM irgendwann sagt, well, actually. Und dann werde ich es dir wahrscheinlich nehmen. Und bei 3 für immer. Oh, da muss man es aber in den Zeitraum hitten.
Okay, ich sag beim ersten für einen Tag, beim zweiten für eine Woche, beim dritten für einen Monat und beim vierten für immer. Ja. Da gehe ich mit. Finde ich gut. Das wird auch keiner hitten, aber das wäre schon lustig, wenn es einer schafft. Da gehe ich mit. Und bei 5 mal Mod? Ich glaube, du willst nicht Mod hier sein. Ja, viel geiler. Gamba in den Chat und Bunter auf die Planke. Boah, das ist jetzt der Cheatcode. Gamba in den Chat und Bunter auf die Planke. Feier ich. Vielen Dank, Effan. Sehr, sehr, sehr appreciated. Dafür kriegst du natürlich auch nochmal hier doppelte Zeit. Ne? Wir wollen ja nicht so sein. Guck mal, da haben wir sogar war nicht doppelte Zeit nochmal komplett ausgereizt. Gab noch insgesamt jetzt nochmal 3 Stunden extra. Wir gehen rein in den Gamba. Let's fucking go! Oh! Oh! Okay. Effan, du hast freie Auswahl, aber die Einserfelder, die ganz dünnen, die darfst du dir nicht nehmen. Ansonsten darfst du dir alles nehmen. Hallo Mure, was geht? Falls du das Anime-Song-Battle haben willst, den haben wir schon. Der kommt schon. Ohina Summe 11 Banger. Will ich auch irgendwann tryen. Der Anime ist so cool, also at least die ersten paar Seasons. Ich glaube, das irgendwann nicht mal mit zurück. Der Chat will mehr Gamba. Na, erst wenn es ein Einser. Kann man nur bei der Einser-freien Auswahl nehmen. Ja, Gamba. Wurde es geändert? Nö. Letztes Mal kam immer freie Auswahl auf dem Einser. Entweder Bild von Lu, 30 Minuten Spiel oder Verlosungsticket. Wahrscheinlich so mit die stärksten. Was ist in der Verlosung gerade drin? In der Verlosung ist gerade das hier drin und das Ticket behältst du halt für die zukünftigen Verlosungen, ne? Solltest du gewinnen, verlierst du dein Ticket. Solltest du nicht gewinnen, behältst du dein Ticket. Aber du kannst auch mehrere Tickets haben. Aber du verlierst alle, sobald du einmal gewinnst. True, Maurice, true. Das mit dem 50 Hentai-Titel für die Switch, ja, soll schon ein Ding sein. Mal mich um die Coin, die Karte, Semi, da soll das lieber wer anderes abschauen. Okay. Aber du würdest das Verlosungsticket auch noch für die zukünftigen Verlosungen haben, ne? Das heißt, wenn wir 53 Tage live sind, ist beispielsweise irgendwann eine Switch halt im Lostopf. Ne? Sollen wir 53 Tage live sein, ist eine Switch im Lostopf. Und da hast du immer noch dein Ticket, solltest du bis dahin nicht gewinnen. Wann ist eine Switch im Lostopf? Nach 53 Tagen. Wieso 53 Tage? Weil ich dann mein Sabaton-Rekord gebrochen habe. Krank. Doppel-Shiny-Hands. Ja, ich habe auch schon eine zweite. Müsst ihr nochmal anschließen hier für Doppel-Shiny-Hands. 2 Animal Crossing Inseln. Ich habe 2 Switches. Man bekommt die Tickets nur beim Spin. Und du kannst mehrere haben, ja. Aber wenn du zum Beispiel 5 Tickets hast und dann gewinnst du eine Verlosung, dann verlierst du danach alle 5 Tickets. Na, Bunny. Guten Abend, Mani, schlaf gut, bis morgen! 2 Hentai-Switch-Spiele gleichzeitig. Average Razer Viewer.
Okay, Elfang, du kannst dir, du hast, also du kannst es auswählen, bis du, wie du Bock hast, ne? Kannst es auch irgendwie, nur Ticket müsstest du, wenn jetzt, instant sagen. Beziehungsweise Ticket müsstest du sagen, vor der nächsten Verlosung. Ansonsten kannst du dir freie Zeit lassen. Ja, Ace, ich habe meine Main-Switch, habe ich eigentlich meistens im Dock und meine OLEDs habe ich halt für unterwegs, weil auf der OLED spielst du es halt gut unterwegs. Haha, Maurice. Shiny Hand ganz weiter, Digga. Ja, ist ja okay. Ich dachte, Elfan will vielleicht nochmal gucken. Du hast ja recht. Ich will irgendwann noch schlafen. Ja, ist ja in Ordnung. Ausnahmsweise. Aber Elfan, wie gesagt, wenn du ein Ticket haben willst, dann musst du es direkt sagen. Ansonsten kannst du dir für den Rest Zeit nehmen. Wieso muss ich das denn jetzt gegen die Thrombose machen? Hab ich auch gemacht. Hier war's der bald Thrombose hat, Digga. Ich stack doch schon Thrombose gerade. Okay, Ticket muss sehen, ich, alright. Eine Switch Pro. Meinst du eine Model Switch? Ich kann leider nicht donaten, Bro, sorry. Bunter würde, wenn er könnte, und ich würde auch für Bunter, wenn ich könnte. Ich habe letztens einen Bunter Stream reingeguckt, das war sehr süß. Er hat gesagt, wenn er ihn juckt Geld nicht, wenn er Geld hätte, dann würde er auch seinen Freunden alles gönnen. Das war sehr süß. Ich schwöre, würde ich im Lotto gewinnen, ich würde instant Geld verteilen an alle Freunde. Ja, check ich. Ich brauche nur so viel Geld, dass ich leben kann und dann bin ich glücklich. Ja. Die Mütze macht minus 20 Thrombose, ja. Die macht... Nein, da schimmelt es auf seinem Kopf. Voila, es schimmelt. Es schimmelt nicht. Der macht so diese Mütze weg und dann ist er auf einmal so grün. Ja, das... Imagine. Ich frage mich, ob das... Das muss ja passieren können, oder? Der Kopf... Also safe kann das schimmeln. Ja, aber dann müsstest du die glaube ich, wirklich schon einen Monat durchgehend aufhaben. Oder noch kann länger. Und die müsste zwischendurch nass sein und so. Der Kopf schimmelt. Können meine Haare schimmeln? Nee, können die nicht. Okay, perfekt. Haben wir die Frage beantwortet. Heftig. Wieso nicht? Jede Ring Fit Session setzt Thrombose-Timer zurück um die Hälfte. Unter der Mütze stinkt es einfach nach vergammelten Eiern, weil ewig nicht gelüftet. Nö, auch nicht. Meine Mütze riecht übel gut. Riecht immer nach meinem Waschmittel. Hast du hier jeden Tag die gleiche an oder hast du mehrere? Nö, ich habe mehrere und ich schmeiß die immer, wenn ich, also selbst wenn ich hatte mal eine Zeit lang, da habe ich immer dieselbe getragen für so 2-3 Monate und dann habe ich halt immer, wenn ich so alle 3-4 Tage Wäsche gewaschen habe, habe ich die halt instant reingeschmissen und die ist halt nach einem Tag trocken, weißt du? Mhm. Und ja. Und ich habe insgesamt 4 Mützen. Aber nicht so viel, oder? Ich habe 2 schwarze, 2 braune, eine hier mit einem weißen Ding und eine mit einem schwarzen. Aber die mit dem schwarzen, die ist dicker, die Mütze. Die ist sehr dünn und fluffig. So, die ist halt, die ist so eine Mütze, die trage ich dann so bei Sommerstreams und so die andere gerne dann draußen, wenn es kalt ist. Die Sommercap. Die Sommermütze. Mein Merch. Ich will unbedingt wirklich, ich scheiß auf alles andere Merch. Das Wichtigste für mich ist, eine coole Mütze rauszubringen, die ich selber tragen kann. Dann hole ich mir davon 100 Stück. Ja, ich weiß. Aber wann? Ich muss ehrlich. Ich glaube, das ist nicht so viel Aufwand, oder? Nö, es geht voll. Das ist sehr sweet, Maurice. Muss halt guter Stoff sein. Ja. Also Lou und ich, wir wollen ja demnächst an Dings arbeiten, an einem Kanalmaskottchen und wir wollen das so ein bisschen dort mit reinfließen lassen, aber so, dass es halt trotzdem noch cool aussieht. Und mir ist auf jeden Fall, was mir wichtig ist, dass es hier gestickt ist vorne, weißt du, das ist mir das Wichtigste. Die Mützis. Immer diesen Mützen-Cap halt zurück. Nee, die fühle ich nicht so. Ja, aber ich weiß, haben die krasse Sachen, haben die gute Qualität, das ist Fair Trade, es ist gestickt. Das ist mir schon wichtig.
Mütze, Glatze, Mütze, Glatze. Hey. Mütze, wirklich OP. Ist das eigentlich ein South Park Original? Nee. Klapp schon vorher. South Park auch wild, ey. Bist du ein South Park Enjoyer oder geht's so? Früher ja. Heute ist nicht mehr so mein Humor. Nicht? Mhm. Find's immer noch so funny. Check ich. Aber für mich ist es heute ein bisschen drüber. Drüber in Sachen, ist es zu schwarzer Humor? Ja, genau. Also ich lasse jeder Person ihren Humor, aber für mich ist es halt nichts mehr so, weißt du? Mhm. Ist jetzt woke, sagst du? Nein, das will ich auch nicht sagen. Drawn Together habe ich früher auch geliebt als Kind. Ja, safe. Ich auch. Ich glaube, Drawn Together könnte ich aber heute sogar noch mehr enjoyen als South Park. Happy Tree Friends, Alter. Happy Tree Friends war krass, aber Happy Tree Friends ist ja kein wirklicher schwarzer Humor. Es ist einfach Splatter, was du dir angeschaut hast als Kind, weil alles andere verboten war. XXL-Mütze, aber es ist eine Unterhose. Weißt du, was ich nie verstanden habe? Was denn? Warum Simpsons so krass Hype? Weiß nicht, also ich persönlich fand das immer ultra langweilig. Ich habe Simpsons lieber geschaut als Family Guy. Ich verstehe nicht, warum Family Guy so ultra krank im Hype ist. Wenn man auch irgendwie ein Family Guy. Das habe ich nie so richtig verstanden. Ich glaub, weil der Main-Character da so lustig ist. Peter Griffin? Peter ist schon sehr lustig. Also, ich habe es immer mal geschaut, wenn nichts anderes lief, so, aber Futurama ist besser als Simpsons. Ich fand, Futurama war mir zu... Bei Futurama hatte ich immer das Gefühl, dass da ist mir... Das ist keine Serie gewesen, wo du einfach abschaltest. Bei Simpsons ist so einfach dummer Humor und du schaltest einfach ab. Bei Futurama ist noch sehr viel mehr mit Story und so ein Shit passiert, was so Zusammenhänge hat und sowas. Und dafür habe ich diese Cartoons früher nicht gerne geschaut. Deswegen habe ich ungern Futurama geschaut. Simpsons muss man auf Englisch gucken. Hä, was macht's für einen Unterschied? Also ich kann mir vorstellen, dass Family Guy richtig gut ist, aber ich selber kann damit irgendwie nicht so viel abgewinnen. Die Witze zünden anders. Okay. Bei Simpsons habe ich trotzdem gerne früher geguckt, als ich Kind war. Sagst du, ich krieg's noch bis 7K? Nö. Okay. Wann sagst du, krieg ich's? 16.000? Perfekt. Ab, was kommt Rick und Morty fand ich jetzt auch nicht so krass. Aber viele feiern das voll hart, ne? Ich hab nur die erste Staffel geguckt, fand's aber nicht schlecht. Hat so ein American Dad, fand das immer irgendwie mit. Ich bin aber auch eher der Family Guy-Typ. War auch genau wie Family Guy, wenn es lief und ich hab draufgeschaltet, dann hab ich's gerne mal geschaut. American Dad war für mich immer so gefühlt so ein bisschen Family Guy-Abklatsch einfach. Hast du noch nie gesehen. Bei Simpsons sind das auch einfach relatable Charaktere, natürlich leicht überspitzt, aber normal ist halt. Ja, das sehe ich. Bob's Burger war ganz nice. Da war ich für das ganze Gefühl, war ich schon zu alt irgendwie. Bob's Burger fand ich mega. Als ich davon mitbekommen habe, hatte ich gar nicht. Als ich davon mitbekommen habe, geht ja in dieselbe Schiene, aber als ich davon mitbekommen habe, da war ich schon übel alt und da habe ich kaum noch Fernsehen geschaut. Also meine Fernsehzeit sah meistens so aus. Entweder, wenn ich morgens zu Hause war oder krank war, habe ich morgens halt immer Nickelodeon oder Super RTL geschaut. Nachmittags dann immer Pokito, bis Takeshis Castle kam. Da habe ich Takeshis Castle geguckt. Und dann abends ab und zu noch so ein paar Klassiker. Mainly so am frühen, späten Abend, so 16 bis 19 Uhr, habe ich meistens Kika geschaut. Und halt
20.15 Uhr immer Super RTL, entweder Ups, die Punch-Show. Hab ich auch immer geguckt. Oder halt irgendwelche Filme wie Chiros Reise oder In einem Land vor unserer Zeit oder so, die früher auf Super RTL liefen. Das war früher so mein Fernsehverhalten. Ja, same. Morgens immer, als ich krank war, immer Malcolm mittendrin kam da. Ja, das habe ich immer geguckt. Ja, stimmt. Also als ich dann älter war natürlich, die ProSieben-Zeit, Malcolm mittendrin, Scrubs und der ganze Shit, Junge, das war alles, Junge. Ich finde, Malcolm mittendrin ist, glaube ich, so von diesen Comedy-Serien war das meine Lieblingsserie. Malcolm mittendrin war stark. Ich liebe das. Ja, aber ich muss ja noch den Knopf-Fansatur machen, Flipper, deswegen chill ich noch. Ich hab Ups, die Punch-Show fand ich echt witzig als Kind, I don't know. Aber Geist, wie fandet ihr früher die ganzen Serien auf Nick, bevor es Nickelodeon wurde, so wie Drake und Josh oder die anderen alten Alkali-Episoden oder Sieg und Lufa, das wird zeigen. Spirits, dankeschön für den Follow, sehr appreciate, dankeschön. Sieg und Lufa hab ich nie geschaut, aber so Zorro 101 war früher auch Peak. Imagine Dragons war so eine mega geile Serie, du meinst American Dragons, oder? Imagine Dragons ist die Band. Ja, Zoe 101 und Dragon Josh war insane. Wir wissen alle warum, Timo. Ha, Zoe 101. Hä, warum? Nur weil ich in der Pubertät war, oder was? 6969 war es eigentlich. American Dragon, ja, ja, ja. Nee, wir machen nur noch die 7K, dann machen wir doch schon Feierabend, weil Epilog um 15 Uhr rauskommt. Wie wir erfahren haben. Lola aus Story 101, beziehungsweise Tori aus Victorious war ein Schnittchen. Er fand immer mit seinen Schnittchen, Junge, da muss ich so los. FBI. Ich sag, Elfan war damals wahrscheinlich 12, als er das geguckt hat. Wusste, dass Elfan mit Schnittchen kommt? Ja, ja, ist auch so klar. Ja, circa. Ja, ja, das dachte ich mir. Ich hab den ungelogen Crush of Amy aus Sonic. Ich kenn dir das. Bunte hat locker gerade, glaube ich, 5 Minuten überlegt. Sage ich das? Sage ich das jetzt nicht? Sage ich das? Sage ich das jetzt nicht? Ja, Amy Rose, genau. Und Kim Possible, die auch. Ja, Kim Possible. Nee, ich hatte ja auf Shigo. Achso, sag ich, Bunte 4 ist geboren. Shigo war früher mein Main Crush. Und actually, weißt du, wen ich noch gecrushed habe? Ja, sag. Teenage Robot. Auf Jenny. Place the cat. Ah, das ist noch ein bisschen komischer als Amy Rose, sag ich euch. Okay, Ace und ich sind so, Alter, holy shit. Ja, Rutsu. Es ist ein Roboter. Ja. Was war denn da los? Mein Crush war Itachi. Ja, und Juno, ja, Juno safe. Da war ich tatsächlich, ja, muss ich zugeben. Ja. Shigo ist basic. Shigo ist so basic. Okay, Kim Possible nicht. Die. Ja, nee, aber weil jeder Shigo irgendwie, keine Ahnung. Deswegen ist ja auch diese Lara so berühmt. Weil die halt aussehen wie Shigo, I guess. Ja, I guess. Aber keine Ahnung, ich finde so, die ist halt so. Ja, die findet halt jeder nice. Shigo oder die Lara? Shigo. Ja, die Lara auch, glaube ich. Mit 12, als Johnny Test rauskam, fand ich ziemlich wack, aber die beiden Schwestern. Any Phantom Crushes, anyone? Nee. Timo, Meinung zu Helikopter und Flugzeugen? Nee. Mein Crush war Merity aus Fairy Tail. Merity? Ich habe Fairy Tail halt nie geschaut, leider.
Internet besteht halt aus horny Weirdos. Das ist true. Wir hatten safe alle mal eine weirdo-horny-Zeit. Steff. Hm?